Einen großen Klassiker wie Goethes Faust zu inszenieren, das ist eine Herausforderung. Warum dabei nicht einmal neue Wege gehen? Zum Beispiel in der Szene, in der Gretchen das Schmuckkästchen findet. In der Loskabine steht dann das Kästchen, das ist ja ganz klar ein phallisches Symbol, und so behandeln sie es dann auch. Für Gretchen ist das Faustschwanz. Die Darstellerin staunt über die Idee des Regisseurs und protestiert. Sie hat den Faust ganz anders verstanden und will ihn auch so darstellen. Dieser typische Konflikt während einer Theaterprobe ist Gegenstand des neuesten Stücks am Theater in Kempten. Es ist ein Stück, das sich mit dem Verhältnis zwischen Schauspieler und Regisseur beschäftigt. Geschrieben von einem Schauspieler, Regisseur und Theaterautor, der also ganz genau weiß, wovon er da schreibt, der in 10 kleinen Szenen immer wieder dieses Thema variiert und dabei im Grunde einen sehr liebevollen, wenn auch schonungslosen Blick hinter die Kulissen des Theaters wagt und im Grunde damit auch zwischenmenschliche Beziehung an sich beschreibt. Die Beziehung zwischen Regisseur und Schauspieler gestaltet sich immer anders, je nachdem, welche Typen da zusammenarbeiten. Das Theaterstück aus der Feder Lutz Hübners stellt diese schwierigen Beziehungen dar, am Beispiel der Proben zu Goethes Faust. 10-mal wird die Szene geprobt, in der Gretchen das Schmuckkästchen findet. Dabei sind nur Regisseur und Schauspielerin auf der Bühne und verkörpern 10-mal andere Charaktere ihrer Zunft. Für die Darsteller ist das gar nicht so leicht. Die Herausforderung ist halt, über ein dreiviertel Stunden natürlich die Konzentration zu bewahren, sowohl in den Zwischentexten wie dann halt 10 verschiedene Rollen zu spielen und so. Das ist natürlich ganz klar eine Herausforderung. Und das war auch Ende der Proben ziemlich anstrengend, weil man dann merkt, man hat mal einen Durchlauf gemacht und so. Es ist wie wenn der Kopf platzt, weil man so viel im Kopf hat, was man nebenher machen muss und sich noch nicht fallen lassen kann. Das merkt man Richard Aigner und seiner Kollegin Nadine Schneider aber nicht mehr an. Mit viel Elan und Spritzigkeit verkörpern sie die Diva ebenso gut wie den ahnungslosen Jungregisseur. Gerade diese große Wandlungsfähigkeit der Schauspieler ist es, die dem Stück seinen Reiz gibt. Also für mich ist es wahnsinnig viel Energie, die man auf die Bühne bringt mit dem ganzen Stück. Also dadurch, dass wir halt auch nur zu zweit sind. Und mir gefällt es ganz gut eigentlich, also die ganze Zeit auf Energie zu sein und sich da auszuprobieren, weil es halt einfach auch eine wahnsinnige Herausforderung ist und mir macht es sehr viel Spaß. Und den hatten die Zuschauer bei der heutigen Publikumsprobe auch. Gretchen 89FF heißt die Eigenproduktion des Theaters in Kempten. Der Titel kommt nicht von ungefähr. Im Reklamheft steht die Kästchenszene auf Seite 89 und den folgenden. Diese eine Szene in 10 Varianten zu zeigen, damit eröffnet sich dem Publikum ein ganz neuer Blick auf die Welt des Theaters.